Hey meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute gibt es wie immer am Ende eines Monats meine Top- und Flop-Produkte und ja, ich würde sagen, ich starte einfach mal. Wie auch die letzten Male habe ich ein Video für euch, was einfach beide Dinge wieder zusammen hat, also die Tops und die Flops, weil es sich einfach nicht lohnt, für die wenigen Sachen extra Videos zu machen. Und ja, ich würde sagen, ich fange auch wie immer mit Flop-Produkten an, denn das Positive sollte ja eigentlich immer auch zum Schluss kommen. Also, ich habe drei Produkte für euch und bei der Mascara hier bin ich mir gar nicht 100%... schon wieder meine Haare, die nerven mich gerade ein bisschen. Bei der Mascara hier bin ich mir gar nicht 100% sicher, ob ich sie euch schon mal gezeigt habe. Falls ich sie euch schon mal als Flop gezeigt habe, dann tut es mir leid, aber dann ist sie immer Doppelflop. Es geht um die Max Factor Voluptuous... Ja, Voluptuous Fall Lash Effect Mascara und... die sind ja nicht gerade billig und ich muss einfach sagen, ich sollte einfach die Finger von Max Factor Mascaras lassen. Also die Bürste ist sehr, sehr groß und so ein bisschen geschwungen auch. Also nicht die Bürste an sich ist geschwungen, sondern es ist so in sich gedreht irgendwie. Und ich dachte einfach, das sei was ganz Cooles und ich habe halt mal wieder die Hoffnung gehabt, dass mich vielleicht doch eine Max Factor Mascara, mir irgendwie was geben kann, aber es ist wirklich, also ich glaube, die einzige, die ich bisher gut fand, war die Masterpiece Max, aber die anderen, die sind einfach nicht schwarz genug, da kommt bei mir kaum irgendwie ein Volumen oder eine Schwärze rüber, da kommt einfach nur Trennung und das war das Einzige. Also das Einzige, was diese Mascaras bei mir wirklich bewirken, ist, dass die Wimpern verlängert und getrennt werden, mehr einfach nicht und dafür brauche ich dann wirklich keine 12, 13 Euro ausgeben und ja, hat mich einfach sehr enttäuscht, weil ich wollte sie echt mögen, weil sie so wunderschön aussieht. Ich mag dieses schöne Türkis, das passt in mein Zimmer und ich mag die ganze Aufmachung echt gerne, aber nee, und ich komme eigentlich auch mit großen Gummibürstchen sehr gut klar, aber da kommt einfach überhaupt nichts an Volumen und das nervt mich ein bisschen. Also ich weiß auch gar nicht, warum so viele Leute Max Factor hypen. Ich weiß nicht, ob das einfach an meinen Wimpern liegt, dass meine Wimpern nicht so damit klarkommen. Also meine Wimpern sind halt von Natur aus sehr spärlich und recht kurz. Und ich brauche halt für eine Mascara, die da wirklich eine ordentliche Schicht, am besten auch so False Lash Fibers, mag ich auch sehr gerne in Mascaras, wenn die wirklich die Wimpern nochmal quasi Wimpern drauf machen in dem Sinne. Und das machen bei mir die Mascaras leider einfach gar nicht. Und dumm gelaufen, ne? So, dann habe ich jetzt noch zwei Shampoos für euch. Und zwar zum einen das Cien Med Sensitive Shampoo, das ist vom Lidl. Und da hatte ich eigentlich auch recht große Erwartungen dran, weil es ist für täglich tick. Ich kann schon gar nicht mehr reden, es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen neben der Spur bin und auch so aussehe. Aber ja, heute war ein relativ harter Tag, der, ich bin froh, wenn er rum ist, sagen wir es mal so. Für die tägliche Haarwäsche mit mildem Zuckertensid, pH hautneutral, ohne Farbstoffe, reinigt, sanft und schonend für empfindliche Haut. Ja, und eigentlich dachte ich, okay, gut, vielleicht ist das was meine Haare in Balance bringt. Und ihr wisst ja, mein Hauptproblem ist einfach, dass meine Haare sehr schnell nachfetten. Also es ist oft so, dass ich sie nach einem Tag theoretisch waschen müsste, aber das sehe ich nicht ein, weil es eben so aufwendig ist, immer die Haare föhnen, glätten und es ist natürlich nicht gut für die Haare. Und deswegen, wisst ihr ja, dass meine absoluten Lieblinge Trockenshampoo sind. Und für mich einfach auch unverzichtbar, deswegen, aber ich suche natürlich nach Shampoos, die das so lange wie möglich rauszögern, dass ich meine Haare wieder waschen muss. Und ich dachte, das wäre sowas, weil es einfach ein sensitives Shampoo ist, was, die Kopfhaut irgendwie ausgleicht, hatte ich so erwartet, aber überhaupt nicht. Die sind danach sehr schnell wieder fettig geworden, also, boah, es riecht auch relativ komisch. Es ist so ein Shampoo, ich habe das benutzt. Und also ich habe es noch nicht extrem häufig benutzt. Es ist eher so First Impression mäßig. Ich glaube, ich habe es 2 oder 3 Mal benutzt. Aber ja, bei jedem Benutzen war es einfach so, dass ich kein Volumen in den Haaren hatte. Mein Ansatz war extrem platt. Und am nächsten Morgen schon, also wenn ich abends damit die Haare gewaschen habe, sahen die Haare am nächsten Morgen schon nicht mehr schön aus. Und es geht einfach gar nicht. Also ich erwarte nicht, dass ein Shampoo 5 Tage meine Haare frisch hält. Aber dass sie am nächsten Morgen, also nach, sagen wir mal, höchstens 10 Stunden, wieder genauso... komisch aussehen wie vorm Waschen, finde ich einfach nicht gut und gehört sich nicht. Und von daher ist es so ein Shampoo, was ich jetzt noch ein bisschen ausprobieren werde. Vielleicht müssen sich die Haare noch dran gewöhnen, aber ist erstmal ein Flop. Und eigentlich somit das ziemlich gleiche Problem habe ich mit dem L'Oreal Elvital Tonerde Shampoo. Ja, da ist dieses Schätzchen. Ihr wisst ja, ich habe das jetzt schon sehr, sehr lange eigentlich. Also ich glaube, ich habe schon 2, 3 Monate jetzt bei mir rumliegen gehabt, bis ich es endlich jetzt verwendet habe. Weil ich vorher hatte ich dieses frische,
Frisch- und Beleben-Shampoo von Balea und das hat ewig gedauert, bis es leer war. Und ja, jetzt habe ich das hier benutzt und es tut mir wirklich weh, dass das jetzt auch ein Flop ist. Und ich habe euch ja auch, ich glaube, vor 2 Monaten im Flop das Trockenshampoo aus der Serie gezeigt. Und ich wollte diese Sachen so gerne mögen, weil ich mir dachte, ja, Laura, das ist perfekt für dich, ja. Weil hier ist nämlich fettiger Ansatz, trockene Spitzen. Ja, genau, das habe ich. Und ich kann heute wirklich nicht reden, es tut mir leid. Frischer, luftig, reiner Ansatz, Feuchtigkeit bis in die Spitzen. Lebendiges, schwungvolles Haar. Ja, und ich habe wirklich mir so viel davon erhofft. Ich dachte echt, das belebt meine Haare sehr gut. Das gleicht sie eben auch aus, ohne dass sie eben nicht wieder schnell nachfetten und das Ganze. Aber nein, leider nicht. Also ich muss sagen, der Effekt ist relativ ähnlich wie zu dem CN Shampoo. Es ist einfach nicht richtig sauber. Es fühlt sich nicht richtig sauber an. Die Sauberkeit ist nicht besonders langanhaltend und ja, ich werde jetzt auch dieses Shampoo noch länger testen. Vielleicht ist es so, dass man das vielleicht 1-2 Monate testen muss, damit wirklich die Wirkung sich entfaltet. Aber eigentlich erwarte ich von einem Shampoo schon, dass es nach ein paar Mal Waschen auf jeden Fall seine Wirkung entfalten kann. Und das konnte es bisher nicht. Von daher ist es jetzt mal auch ein vorläufiger Flop. Und ja, eine endgültige Review bekommt ihr dann selbstverständlich im Aufgebraucht-Video. Aber ich bin jetzt erstmal schon etwas enttäuscht. So, das waren jetzt die negativen Sachen. Weiter geht's mit positiven Sachen und mit kurzen Lifestyle-Dingen, die ich euch noch sagen wollte. Zum einen Serien, habe ich schon letzten Monat geschaut, habe ich aber euch vergessen zu sagen, war 90-210, also die neue Ausgabe, nicht die aus den 80ern, sondern die neue. Und ich liebe diese Serie, ich habe die schon mal vor Jahren geschaut und ja, habe sie jetzt wieder geguckt und finde sie einfach wirklich toll und natürlich sehr auch klischee-mäßig, was Highschool angeht und so. Und sehr viel Drama. Man denkt die ganze Zeit, oh Leute, habt ihr keine anderen Probleme so? Aber ja, es ist auch schon wirklich auch einiges dabei, was einem auch ans Herz geht. Und ich finde auch die Liebesgeschichten ganz schön. Ich liebe ja Liam. Also, oh mein Gott, Liam war schon immer mein Liebling. Und ja, er ist einfach, ich finde ihn total toll. Ich finde, er sieht sehr gut aus, aber nicht auf diese oh mein Gott Art, sondern auf diese sehr sympathische Surferboy Art, die mir auch sehr gut gefällt. Und ja, ich mag ihn extrem gerne. Ich finde nur, dass das Ende einfach von allen Staffeln, ich glaube, es gab jetzt 6 Staffeln oder 5? 5 oder 6, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich finde es nur einfach extrem blöd. Also es ist so abgehackt, weil man sieht zwar ein Happy End zwischen Liam und, wie heißt die jetzt? Oh Gott, jetzt bin ich ja voll, stehe ich total auf dem Schlauch, ne? Ich weiß, wie die Schauspielerin gerade heißt, aber ach, Annie, natürlich. Annie ist ihr Serienname, ja, klar. Zwischen Annie und Liam, aber das ist auch das, was ich mir gewünscht hatte. Aber irgendwie, ich finde, der Rest ist so abgehackt. Es geht einfach dann nur noch so am Ende um die beiden und der Rest ist so ein bisschen, wird so ins Offene irgendwie, so ins Leere läuft das, wo ich mir denke, so, ja, was ist jetzt mit den anderen Leuten? Also, ja, das finde ich ein bisschen blöd, aber ansonsten eine tolle Serie, die ich sehr gern geschaut habe. Und ja, dann auch ein Hörbuch-Favorit von mir war auch jetzt der 11. Band von Chicagoland Vampires. Der 11. Band hieß jetzt Höllenbisse. Ja, ich werde, wenn ich alle Teile gehört habe, ich glaube, es gibt insgesamt 12. Der 12. ist jetzt aber noch nicht erschienen, deswegen ja, werde ich aber ganz am Ende auch eine Review dazu machen. Also ich liebe Chicagoland Vampires sehr und ja, genau, dann auch noch kurz zur Musik. Ich liebe Treat You Better von Shawn Mendes, ist so ein schönes Lied, also als ich das erste Mal gehört habe, das Lied hat einfach in mir so viel ausgelöst, es hat mich einfach sehr berührt, es ist was mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat und es ist ein unglaublich schönes Lied und was ich auch extrem gerne höre, ist Ariana Grande zurzeit wieder, also Into You gefällt mir ja schon sehr lange, aber jetzt auch gerade ein paar andere Lieder habe ich jetzt aus ihrem Album wieder entdeckt, also Moonlight gefällt mir gut und Side to Side ist ein Lied, was ich rauf und runter höre und ja, das ist so Musik, die mir gerade irgendwie sehr viel gibt, auch emotional auch, aber auch ein bisschen gute Laune mäßig zwischendurch und ich mag einfach diese Mischung, aber auch, ich glaube, so ein bisschen Blues und Soul hat sie auch mit da drin und finde ich ein sehr schönes Album und ja, genau, das war jetzt so Lifestyle-mäßig. Jetzt komme ich noch zu meinen Favoritenprodukten. Zum einen ist es eine Foundation von Max Factor. Ich mache Max Factor ja nicht immer nur runter, ne? Also es gibt auch wirklich sehr gute Sachen. Ich mag ja auch den Concealer, diesen Miracle Touch Concealer. Und das ist jetzt die Miracle Match Foundation, die ich extrem gut finde. Also das ist so eine Foundation, die trage ich, wenn ich sag mal in Anführungsstrichen, einen besonderen Anlass habe. Also wenn ich will, dass mein Make-up wirklich sehr gut aussieht, wenn ich vielleicht auch Fotos mache, dann ist das wirklich ein Make-up, was ich extrem liebe. Und
Ja, das ist jetzt Ivory, also die hellste Version natürlich, wie auch sonst. Ja, und ist für mich auf jeden Fall eine Foundation, die ich sehr, 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 sehr gerne habe. Dann für die Haare von John Frieda, das Fritz East, die Wunderkur, diese Sprühkur, habe ich euch ja auch mal im Haul gezeigt. Finde ich auch sehr gut, die erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck, die macht die Haare recht weich und kämmbar. Und das ist eigentlich auch das, was ich erwartet hatte. Also ja, ist einfach, wie es hier drauf steht, sofort Pflegespray. Ja, Wunderkur ist eigentlich ein ganz guter Name dafür, ist, ja, ist ganz gut für meine Haare. Dann nochmal was für die Haare ist die Nivea Haarmilch, die ich ja auch sehr liebe und die ich mir auch schon wieder nachgekauft habe, weil ich sie so, so gerne habe. Und ja, mag ich wirklich gerne, hat mich sehr überrascht und das war ein Shampoo, ja, was meine Haare wirklich sehr, sehr lange frisch gehalten hat. Was mich wundert, weil hier ja Milchprotein drin ist und hier steht für trockenes und strapaziertes Haar drauf. Und ich dachte am Anfang, oh, das ist bestimmt zu viel Pflege für mein Haar, aber nein, ganz und gar nicht. Es ist wirklich... wirklich toll und ich freue mich sehr, das bald auch wieder zu benutzen. Und dann zu guter Letzt was für den Körper und zwar von Lavera, ein Duschgel. Das habe ich mal bei Douglas bestellt und ihr lacht mich jetzt bestimmt aus, wenn ich euch sage, warum ich das bestellt habe. Denn hier ist Bio-Eisenkraut und Bio-Limone drin und ja, ich lasse es mal eine Sekunde wirken auf euch, Bio-Eisenkraut. Leute, die mich kennen und wissen, dass ich Vampire Diaries liebe, werden auch wissen, warum Eisenkraut mich so ein bisschen, ich sag mal, nicht zum Kauf animiert, ist zu krass gesagt, aber sagen wir mal, ein bisschen neugierig gemacht hat. Ich wollte wissen, wie Eisenkraut riecht und ich habe mich auch, also zuerst habe ich mich auch gewundert, dass es Eisenkraut tatsächlich gibt und ja, die Vampire Diaries Leute unter euch wissen jetzt natürlich, was Eisenkraut ist. Das brauche ich dann, glaube ich, nicht mehr zu erklären, aber ja, für die, die es nicht wissen, es ist das, was Vampire, ja, ziemlich schwächen kann und wenn sie es berühren, verbrennen sie sich auch die Finger, aber man kann dadurch immun werden, also man kann dagegen immun werden, wollte ich sagen, ja, wenn man das Jahre, Jahrzehnte lang einnimmt als Vampir, aber genau, zurück zum Duschgel, ich finde es extrem gut und es riecht auch sehr angenehm, es riecht natürlich hauptsächlich nach Limette, ich habe auch keine Ahnung, oh Mann, der Ventilator bläst die ganze Zeit die Haare in meinen Mund, ja, ich habe auch keine Ahnung, was das Eisenkraut an sich da drin jetzt bewirken soll, aber ja, es hat mich irgendwie noch ein bisschen angelacht, das damals zu bestellen. Es ist auch schon ein bisschen länger her, ich muss dazu sagen, heute hätte ich es wahrscheinlich nie mehr bestellt. Aber damals, als ich im extremen Vampire Diaries Fieber war, musste ich das dann haben und ich habe es aber erst jetzt benutzt. Aber ich finde, es ist ein tolles Sommerduschgel, was einfach extrem gut jetzt passt und sehr erfrischend ist, sehr reinigend. Ich habe da ein sehr sauberes Gefühl und ja, mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Das war's jetzt mit dem Video. Ist jetzt auch, ja, einigermaßen lang geworden. Schreibt mir doch wie immer gerne eure Favoriten in die Kommentare und vor allen Dingen, was ihr gerade so für Musik hört, denn ich bin immer wieder offen, was so Musik angeht, wobei ich glaube, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt nicht kennen würde, was mir aber, also, ja, das war jetzt kein deutscher Satz. Also ich glaube, ich kenne alles, was zurzeit relativ aktuell ist und, ja. Das waren jetzt so die Dinge, die mir extrem gut gefallen haben. Und dann war es das jetzt. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hoffentlich ist euer Tag besser gewesen als meiner. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.